Mein Name ist Benjamin Salzmann von der Fachstelle für pflegende Angehörige hier in Berlin. Unsere Zukunftsvision für 2050 mit Blick auf pflegende Angehörige hat vier Teile. Wir würden uns wünschen, dass bis dahin die Pflege eines Familienmitglieds keine Benachteiligung mehr bedeutet, sei es finanzieller Art, durch gesundheitliche Einschränkungen oder durch die Aufgabe oder Einschränkung sozialer Kontakte, kultureller Teilhabe. Wir würden uns freuen, wenn zweitens, wenn eine Familie einen Pflegefall hat oder eine Person mit einer Behinderung, das Unterstützungssystem den Blick auf die gesamte Familie wirft. Das heißt, es geht eben darum, dass alle Familienmitglieder lernen, mit der Krankheit umzugehen und die in das Familienleben zu integrieren. Und das bedeutet eben auch, dass man guckt, gibt es Kinder und Jugendliche in der Familie, die sind immer auch betroffen davon, sei es einfach emotional oder dass sie auch Verantwortung übernehmen und dass dann geschaut wird, wie kann man dieser Familie als System helfen, damit umzugehen. Der dritte Punkt ist, dass wir uns wünschen würden, dass die Herkunft, das Sprachvermögen der deutschen Sprache, die sexuelle oder geschlechtliche Orientierung eben keine Hürde mehr darstellt, was die Inanspruchnahme von Hilfen angeht. Und als viertes wünschen wir uns, dass Angehörige spätestens dann, aber natürlich gerne noch früher, als wirkliche Partner in der Pflege gesehen werden. Das heißt, sie sind neben der professionellen Pflege der zweite Teil, die gleichberechtigt miteinander arbeiten. Und das bedeutet eben auch, dass sie in politische Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden und gehört werden. Zentrale Hürden, die wir aktuell sehen, liegen vor allem im Zugang zu betroffenen Familien aus Sicht des Unterstützungssystems. Wir wissen, dass Sprachbarrieren, Misstrauen aufgrund von Diskriminierungsängsten, kulturelle Normen oder das Alter die Inanspruchnahme von Unterstützung, Beratung, Pflegedienstleistungen hemmen. Wir sehen zweitens eine Hürde in der finanziellen Anerkennung der familiären Sorgearbeit, gerade im Bereich Pflege und Betreuung. Da sehen wir noch Potenzial, Stichwort Familienpflegegeld oder eben auch soziale Absicherung der Pflegepersonen. Und eine dritte Hürde sehen wir in der Eigenverantwortung der Betroffenen, die gerade noch nicht so wirklich gelebt werden kann. Also Angehörige müssen sich gucken, dass sie sich im System der Angebote und der Vorgaben der Budgets zurechtfinden und ihre Pflege danach ausrichten. Und wir hören aber häufig, dass eben Bedarf da ist nach ausreichenden Pflegeangeboten, nach passgenauen und eben auch hochwertigen, damit die Pflege nach den eigenen Bedürfnissen organisiert werden kann. Die zwei konkreten Maßnahmen, die wir uns vorstellen könnten, beziehen sich zum einen auf die Zugänge zu eben diesen schwer erreichbaren Familien. Da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass die Hilfsangebote, die Pflegeangebote noch mehr mehrsprachig ausgerichtet sind und auf Diversität ausgerichtet sind. Man könnte überlegen, Interkulturalität als Qualitätsstandard zu schaffen. Wir glauben auch, dass die Schaffung eines Online-Angebots, zum Beispiel als App oder Plattform, sehr hilfreich sein könnte, wenn es mehrsprachig auch ist, wo man eben nicht nur Informationen bekommt und Kontakte, sondern gleich eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen könnte. Und als letztes die Identifikation von betroffenen Kindern und Jugendlichen. Die zweite Maßnahme ist recht einfach. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir die Mitbestimmung der pflegenden Angehörigen in relevanten politischen Prozessen, zum Beispiel über eine Vertretung im Landespflegeausschuss oder Anhörungen in Senatsausschüssen im Senat. Und ist zwar nicht Landesebene, aber Berlin sollte sich unserer Meinung nach unbedingt weiter dafür einsetzen, dass es ein Familienpflegegeld gibt auf Bundesebene und gerne auch eine Flexibilisierung der Mittel der Pflegeentlastung, Stichwort Entlastungsbudget.